Nein, das war definitiv richtig. Oh, da ist der Vogel. Ja. Tschüss, GLaDOS. Wo ist er denn hin? Oh je. Und wo sind wir hier? Jetzt sag mir nicht, wir müssen jetzt wieder nach oben. Das, ist ein bisschen weit. Portalkanone hin oder her? Oh je. Oh Gott, wir können hier nicht mehr Portale machen. Wie soll das denn gehen? Ach, hier ist ein Ausgang. Okay. Dann gucken wir doch mal, was sich da versteckt. Ist ein großer Reaktor oder sowas in der Art? Wir sind tatsächlich im Freien. Das erste Mal, dass wir im Freien sind und das auch wirklich steuern können. Das ist ja eigentlich ganz schön. Da oben können wir hin? Nö, können wir nicht. Ah doch, da muss irgendwas sein, was wir anschießen können. Oder so, hier? Nee, auch nicht. Oh je. Kommen wir gerade auch nicht mehr weg. So, hopsen. Ja, genau. Oh Gott. Na, das wird wieder fummelig. Ich sehe hier nämlich überhaupt nicht, wo wir hin sollen. Das wird wohl irgendwo weiter oben sein. Hm. Da vielleicht? Nee, da auch nicht. Oh je, oh je. Ach, hier einfach. Ach, einfach nur das. Okay, gut. Das war jetzt so naheliegend, dass es das Unnaheliegendste war. Okay, wir sind jetzt daher gekommen und jetzt können wir da hoch. So, und sind jetzt. Oh! Nee, das war nicht richtig. Wir sind jetzt. Was ist das denn hier? Ist das ein Teil von GLaDOS? Ein brennendes Teil von GLaDOS? Sieht fast so aus. Ich weiß es nicht. Okay, hier ins Labyrinth. Ja. Ist dann doch alles recht trist in der echten Welt außerhalb. Da sind mir die Aperture Laboratories ja fast schon lieber. Okay, das sieht doch richtig aus. Hier rüber und dann sind wir an einem anderen verwüsteten Ort. Hm. Okay, wir folgen mal dem Weg. Gucken mal, was uns da erwartet. Das sieht doch ganz... Keep out. Do not enter. Okay, wir müssen definitiv da rein. Ja, das geht natürlich alles nicht auf. Doof sind sie ja nicht, aber wir können... Nö, können wir nicht. Okay, das ist nicht die Lösung, oder? Irgendwo da müssen wir doch bestimmt ein Portal hinschießen. Könnte ich mir vorstellen. Aber das geht nicht so recht. Hm. Vielleicht doch nach oben? Es ist so hoch, meine Güte. Ich wüsste nicht, ob ich in irgendeinem Spiel schon mal so eine... Aha! So eine Höhe gesehen habe. Also ich könnte mich nicht dran erinnern. Okay, was ist denn hier? Hier ist nichts. Ja, sehr sinnlos, hier so eine Treppe hinführen zu lassen, weil wo führt die bitte hin? Hier ist ja nichts. Und hier ist eine zugemauerte Tür. Super. Okay, das bringt uns also definitiv auch nichts. Da können... Ah, da. Okay. Okay, von da sind wir gekommen. Aber dann sind wir ja praktisch jetzt eigentlich weiter unten. Wer, ist das so sinnvoll, das so zu machen? Ist es nicht besser, wenn wir weiter oben sind? Wir müssen doch bestimmt nach oben. Wir wollen doch hoch hinaus hier in dem Spiel. So, da sind wir hergekommen. Oder waren wir da? Waren wir da schon? Ach Gott, das ist alles verwirrend hier. Das ist auch alles so eine einzige Ruine, dass man sich nicht mehr zurechtfindet. Nee, hier waren wir doch gar nicht. Keep out, do not enter. Ach, jetzt sind wir hier oben drauf? Oder geht's da geradeaus weiter? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal weiter, was sich hier verbirgt. Hier kommen wir deutlich leichter wieder zurück, falls es dann doch falsch ist. Ach, hier standen wir vorhin vor. Okay, dann haben wir alles richtig gemacht.
dann schauen wir doch mal, was sich hier hinter verbirgt. Dann müssen wir definitiv hier runter und da sollen wir ja auch nicht rein, aber das machen wir natürlich trotzdem. Gucken wir doch mal. Das erinnert mich alles ein bisschen an Dagobert Ducks Geldspeicher. Mit diesen ganzen Schildchen. Wo drauf steht, nicht betreten, hausieren verboten. Da haben die bestimmt auch dran gedacht, als sie das Spiel entwickelt haben. So. Ja, das ist, was ist das hier eigentlich? Ist das hier, ich meine, das kann ja eigentlich nicht die Oberfläche sein. Wir haben doch gerade eigentlich den Himmel gesehen. Aber wir sind doch die ganze Zeit nach unten gefahren. Am Hebel ziehen, ja. Und jetzt? Oh! Boah, das sieht ja aus wie eine Vault bei Fallout. Cool, aber eigentlich viel gigantischer. Da hätte Bethesda sich mal eine Scheibe von abschneiden können. Wir sind doch die ganze Zeit immer nur nach unten gefallen und gefahren. Wir können ja jetzt eigentlich nicht den Himmel gesehen haben. Das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Okay, was haben wir denn hier? Hier ist ein Knopf. Ah, alles klar. Und da hinten ist garantiert auch ein Knopf. Und wir müssen den rechtzeitig erreichen. Okay, ja. Ja. Ah, alles nicht so ideal hier. Können wir hier ein Portal machen? Ja, das geht. Okay, das ist doch besser. So, schwupps hier drauf und dann schnell. Und hier drauf. Und jetzt öffnet sich der Bunker. Ich bin gespannt, was sich dahinter verbirgt. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich habe das Spiel bestimmt schon zweimal gespielt, aber jo, so recht erinnern kann ich mich daran jetzt zumindest nicht. Gucken wir doch einfach mal. Das sieht wirklich aus wie bei Fallout, wenn sich so eine riesige Bunkertür öffnet. Das ist schon cool. Aber eigentlich ist es hier cooler gemacht, muss ich sagen. Ich meine, die Fallout-Spiele sind ganz klasse und ich liebe sie, aber das ist... Oh, noch eine Barrikade. Ach, eine Tür. Aber das ist hier schon irgendwie ein Stück cooler gemacht. Diese Größe ist schon ganz schön bombastisch, das muss man echt sagen. Und wir kommen garantiert nicht einfach so... Wow, wir kommen einfach so durch die Tür. Okay. Oh, ein neuer Ladebildschirm. Okay, wir sind im verfallenen Bereich von Aperture offenbar gelandet. Was ist das hier? Sieht auch aus wie ein Rauchmelder, aber wird es wohl nicht sein. Okay, was haben wir denn hier? Danger. Okay, das ist also wieder diese Säure. Oh, dieses vergiftete Wasser oder was auch immer. Da sollten wir uns möglichst verhüten, da nicht reinzufallen. Also ich meine, wir sollten uns möglichst hüten, da reinzufallen. Das war jetzt eher die doppelte Verneinung gerade. Okay, wir müssen da hoch garantiert und immer weiter nach oben. Ist das der Himmel über uns? Oder sind wir hier in einem riesigen Bergwerksstollen? Hm. Okay, wie kommen wir da hoch? Okay, erstmal vermutlich da hoch. Oh je. Nee, da kann man kein Portal machen. Da auch nicht. Nee, da auch nicht. Hm. Und hier auf dem Boden geht es auch nicht. Also wir können definitiv nichts als Sprung... Aha, okay, da ist was kaputt. Boah, das ist ja dann ganz einfach. So. Okay. Am Hebel ziehen. Zieht man am Hebel. Was passiert dann? Okay, dann geht das Licht an. Astronauten, Kriegshelden, Olympiasieger. Wir wollen nur die Besten und darum seid ihr hier. Also, wer stellt sich der Forschung zur Verfügung? Aber ja. Ihr habt euch auf der Party jetzt schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Faith Johnson. Mir gehört die Firma. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meine Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn. Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und wird schon rein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Okay, das hier ist tatsächlich der Eingang von den Aperture Laboratories. Okay. Und Caroline, hatten wir da nicht irgendwas gehört von der kleinen Selbstschussanlage? Ich glaube, mich daran doch so zu erinnern. Okay, wir müssen definitiv da irgendwie rausschießen, um da hochzukommen. Aber wir können nur ein Portal da unten
Können wir so weit springen? Ich glaube, das geht doch nicht, oder? Oh. Doch, ich glaube, das wäre tatsächlich gegangen, wenn wir... Ah, okay. Wenn wir uns schlauer angestellt hätten, aber nicht so... Nein, nicht nochmal jetzt. Okay, jetzt aber. Und... Nein. Ach, da müssen wir drauf springen. Oder? Nee, da müssen wir ja rauskommen. Ach Gott. Das ist fummelig jetzt wieder. Aber das zeichnet das Spiel ja aus. Ja, können wir so weit hopsen, dass wir da reinfallen? Wir müssen da reinspringen und hier. Ach so, wir können auch hier hin. Ah, okay. Ja gut, dann dürfte das ja relativ leicht sein. Wir müssen da rausspringen und dann fliegen wir da, hier auf diesen Steg? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Wenn wir denn treffen... Wir treffen nicht. Ach, das ist doch zum Verzweifeln. Okay, aber so ist das Spiel halt. Und das war jetzt auch nicht so gut. So. Und... Ach Gott. Ja. Das klappt ja super. Klasse. Okay. Wir müssen jetzt da das Portal hinschießen und dann hier reinhopsen. Und ich schieße besser erst, wenn wir unten sind. Dann treffe ich nämlich auch... Ach Gott. Ja. Das klappt ja heute super hier. Okay, da hoch wieder. So. Bitte nicht wieder runterfallen. Da hoch. Hier ein Portal hin. Und jetzt nicht zu weit hopsen. Mein Gott. So, jetzt aber. Hey! Hui! Wir sind sogar durch den Ring geflogen hier. Schön. Okay, Enter. Na gut. Das funktioniert sogar alles noch, die automatische Tür. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen können. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßgel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Tusch. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Ja, und da ist der gute Cave Johnson. In jungen Jahren vermutlich. Er klingt dann doch ein bisschen älter als hier auf dem Bild. Ja, ein netter Mann. So hat er sie alle, so alle hierhin gelockt. Spirit of Idaho. National Potato Board Award. Aha. Best New Science Company, 1947. Ach, hier, der lokale Geschäftsmann kauft Salzmine. Wir sind also tatsächlich in der Mine, wir sind unter Tage. Das konnte doch nicht der Himmel sein. Das ist aber mal eine riesige Mine. Was haben wir hier? Top 100 Applied Science Companies, 1949. Aperture Science, Platz 2. Aha. Cave Johnson, Shower Curtain Salesman auf 1943. Aha, okay. Ein seriöser Mann. Vorher hat er Duschvorhänge verkauft. Und dann schon, also, wie war das jetzt hier? 43 hat er Duschvorhänge verkauft, 47 hat er eine Wissenschaftsfirma gegründet. Ja. Läuft. Okay. Da haben wir... Achso, das ist ein Lautsprecher. Okay, ich dachte, da wäre irgendwas zu mitnehmen. Okay, wir... Oh je. Da müssen wir hopsten. Ich speichere einfach mal. Speichern. Es kann nicht schaden. Man weiß ja nie, was passiert. Obwohl die Valve-Spiele da eigentlich ganz fair sind, finde ich so. Okay, gut. Das war jetzt auch babyleicht. Jetzt haben wir hier... Ist das ein Aschen... Ja, es ist ein Aschenbecher. Okay. Hier ist ein Knopf nach unten und hier einer nach oben. Okay, wir wollen hoch. Wahrscheinlich liegt da GLaDOS mit dem Vogel irgendwo da oben und wird gerade schön gefressen. Und hier, hier ist gerade eine Mücke im Zimmer. Ja, das ist ja nicht so schön. Das ist ja nicht so schön, habe ich gerade gesagt und mich vom Mikro weggedreht. Okay, ich hoffe, die erwischt mich jetzt nicht. Naja, gut. Was man alles so macht hier. So, oben sind wir. Und jetzt, oh Gott, da geht es ganz weit runter. Achso, da hinten müssen wir garantiert hin. Aber, ja gut, da hätten wir jetzt eigentlich nicht nach oben fahren müssen, oder? Da muss doch irgendwas noch hier sein, was noch irgendwie Sinn ergibt. Wir latschen einfach mal komplett wieder runter. Super. Hat sich ja gelohnt. Und ich sehe schon, wir können gleich komplett wieder rauflatschen. Wie das halt so ist. Aber die Neugier treibt einen zu unmöglichen Dingen. Ja, ach Gott.
ist schon weit. Sind wir da unten rausgekommen? Wahrscheinlich. Aus Cave Johnsons Büro. Ich hoffe, die Riesengottesanbeterinnen sind nicht mehr unterwegs hier. Wer weiß, ob die die Apokalypse überstanden haben. Könnte man sich ja ganz gut vorstellen. Ach Gott, wir hätten nicht nach unten gehen sollen. Ach, da ist das Büro. Das war dann doch was anderes gerade, oder? Das sieht ein bisschen anders aus. Ja, ja, wir gehen trotzdem mal nach unten. 1952? Ein Anlegedock oder was mag das sein? Ich weiß es nicht. Ja, wir hätten dann doch oben bleiben sollen. Und ich glaube, wenn wir jetzt unten sind, dann machen wir eines. Wir fahren wieder hoch. Denn nochmal da hochlaufen will ich nicht unbedingt. Oh, was denn hier? Es sieht doch fast so aus, als könnten wir hier... Tatsächlich. Ach. Oh, scheiße. Okay. Ja. Das, Okay, wir müssen definitiv nicht mehr nach oben laufen. Nehmen gleich den Fahrstuhl und bleiben auch da. Ach. Ach, wir sind oben. Ist das oben? Ah, das ist bestimmt oben. So. Oh. Nicht, dass uns das nochmal passiert. So, das sieht doch gut aus. Okay, die Türen gehen garantiert nicht auf. Das sieht mir nach Luftschutzbunker aus oder sowas. Aha, Experimente. Mhm. Okay. Und hier geht's auch wieder nur nach unten. Ach Gott, was haben wir denn dann hier? Ah, wir müssen... Okay. Wir müssen hier rausschießen und darüber? Nee. Müssen wir hier ein Portal setzen. Und das geht so. Das geht nicht. Aber was bringt uns das dann hier genau? Ja, unten ist jetzt nur diese Giftbrühe. Können wir von hier oben irgendwas erreichen, was wir sonst weiter unten nicht hätten erreichen können? Ich meine... Wahrscheinlich öffnet sich, wenn wir irgendwas tun, hier später die Tür und wir müssen später gehen. Das kann so nicht die Lösung sein. Müssen bestimmt eher darüber oder... Nein, nicht schon wieder! Oh Gott! Ja, so schnell kann es gehen, wenn man doof ist. Hm. Ob wir wohl auch freiwillig bei Aperture Science vorstellig geworden sind hier? Ich weiß es nicht. Also unser Spielcharakter kann ja sein. Die haben die ja offenbar ganz gut hier hingelockt, die Leute. Ja, was haben wir denn da? Okay, da können wir auch ein Portal machen. Gucken wir doch mal, was da ist. Oh je. Soll ich's wagen? Sind wir da hergekommen? Ach, komm, da sind wir bestimmt hergekommen, oder? Ich weiß nicht mal mehr so genau, wie das aussah, wo wir hergekommen sind. Ah, das kommt mir aber doch bekannt vor hier. Dieser Riss in der Wand. Da haben wir doch am Hebel gezogen, glaube ich. Oder? Ist das jetzt was anderes? Nee. Ach Gott, jetzt sind wir hier wieder. Nee. Okay. Das ist, glaube ich, jetzt so nicht gewollt gewesen. Oder ist das jetzt eine andere Halle, die nur auch so aussieht? Nee, das ist doch das, wo wir durchgesprungen sind hier. Wo ich die ganze Zeit zu blöd war, um das richtig zu machen. Na gut, gucken wir mal, ob ich das jetzt nochmal besser hinkriege. Das Portal darauf, so, und dann das blaue Schießen, wenn wir fast unten sind. Okay. Juhu! Das ging doch jetzt ganz flott. Da kann man doch nicht meckern. Hm. Okay, jetzt gehen wir hier nochmal durch. Da waren wir ja gerade. Da gab es ja nicht wirklich irgendwas hier, außer die Büroräume und die Begrüßung. Ah, willkommen Testsubjekte. Mhm. Okay. Hier ist die Lounge und da ist wieder der gute Cave Johnson. Hier die Vitrine wurde geplündert. Okay, also. Da unten waren wir schon. Ach, hier oben sind wir jetzt. Okay. Also definitiv, wir müssen irgendwas hier machen. Und wir müssen garantiert von oben runterspringen. Irgendwo so hier reinfallen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Achso, wir holen erstmal den Aufzug zurück, denn nochmal will ich da jetzt nicht hochlaufen. Können wir überhaupt hochlaufen? Nee, das ist kaputt da.
Okay, Aufzug, dann kommen wir runter. Können wir uns hier zerquetschen lassen? Wow, mit Sicherheit können wir das. Und auf nach oben. Da können wir nichts hinschießen. Achso, da ganz oben waren wir, glaube ich, auch. Da waren die Türen verschlossen und die werden sich mit Sicherheit später öffnen. Aber wohin jetzt? Okay. Da hinten könnten wir rüberfliegen, wenn wir jetzt in den Aufzugsschacht springen. Das wäre vielleicht eine Idee. Das probieren wir doch mal aus. Wir müssten doch jetzt hier reinhopsen können irgendwo. Oh. Na. Nee, ich glaube, das ist nicht so. Na. Nee, da kommen wir nicht rüber. Ach Mensch, ich war mir ziemlich sicher, dass wir in den Aufzug... Aha. Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, welche... Blau. Okay, wir müssen ein orangenes Portal machen. Und hoffentlich klappt das auch. Probieren wir es doch mal. Ja, das hat super geklappt. Alles klar. Super Idee. Ja, aber irgendwie so muss man das auf jeden Fall lösen. Wir müssen nur den richtigen Zielpunkt finden, würde ich sagen.